Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Liebe Zuschauer, heute freue ich mich auf ein Gespräch mit der Spitzenköchin Siggi Schelling. Schön, dass wir bei Ihnen vorbeigucken können. Ein herzliches Gott in meinem Wernichhof und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Schelling, Sie sind lange im Tandris gewesen. Sie mit dem Supersternekoch Hans Haas haben Sie, glaube ich, 14 Jahre lang dort als seine Sous-Chefin gearbeitet. Jetzt sind Sie hier Chefin der Cuisine. Und auch Inhaberin hier vom Wernichhof. Man fragt sich natürlich, wie viel Hans Haas steckt jetzt hier im Wernichhof? Diese Frage. Ja, nach 14 Jahren ist natürlich klar, dass diese Küchenlinie, also ich bleibe dieser Küchenlinie treu, und auch diese Art zu kochen. Natürlich versuche ich mich jetzt immer wieder, also ich versuche jetzt immer mehr, mich selber zu entwickeln und meinen Stil, also meine Sache zu machen. Aber irgendwie ist immer Hans Haas drin, weil ich koche die Soßen so wie im Tantris. Man macht vieles an so und natürlich nach 14 Jahren, ich liebe das. Ich mache diese Linie und diese Art so zu kochen und darum glaube ich schon, dass ich schon schon in dieser Art Hans Haas kochen werde. Ja, ich meine, das ist ja eine tolle, ich sage mal, Überschrift, wenn man weiß, dass jemand so lange mit einem solchen Spitzenkoch zusammengearbeitet hat. Was würden Sie sagen, also 14 Jahre lang mit ihm gearbeitet zu haben, was haben Sie da gelernt? Also was waren so die wichtigsten Sachen, die Sie jetzt mitnehmen hier in den Wernichhof? Ja, auf jeden Fall mal das Erste, einfach perfekt zu kochen und die Gartechniken perfekt zu beherrschen. Vom Chef natürlich auch seine menschliche Art. Seine Art, die Menschen zu führen, was mir heute ganz wichtig ist, dass man auch einfach am Boden bleibt und einfach normal bleibt. Weil er mir immer gesagt hat, bleib am Boden und muss geerdet bleiben und dann funktioniert es auch. Und das ist auch meine Art und so wurde ich auch erzogen und so werde ich es auch hier weiterführen, dass einfach das Ganze normal bleibt und einfach nicht, dass ich nicht abgehoben werde. Ja, habe ich bei Ihnen nicht das Gefühl, dass das passiert. Sagen Sie, jetzt stelle ich mir vor, Sie haben also die ganze Zeit als Sous-Chefin gearbeitet und plötzlich sind Sie selber Chefin der Cuisine. Können Sie sich noch an den ersten Tag erinnern, als Sie hier aufgemacht haben, was das so für Gefühle in Ihnen ausgelöst hat? Ja, der erste Tag war schon ziemlich turbulent, weil wir kamen ja dann auch aus der Corona-Zeit und die Mitarbeiter mussten auch alle irgendwie eingelernt werden wieder, weil die auch alle 6 Monate raus waren. Mhm. Also es war schon. Heute, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir auch oft, wie hat man das geschafft, aber es ist auch gegangen und ja, ich liebe das, was ich mache und es hat irgendwie funktioniert, also natürlich mussten alle irgendwie sich reinkommen und wieder ans Arbeiten sich gewöhnen, aber ja, es hat gut funktioniert. Denn es gibt ja in so einer Küche auch gewisse Abläufe, die man dann natürlich, wenn man, haben Sie das vorher so ein bisschen trainiert, bevor Sie aufgemacht haben? Oder? Nee, ich glaube einfach, wissen Sie, was ich auch der Meinung bin, der Haas hat mich im Tantris immer neben sich laufen lassen. Ja. Er hat mich immer als Küchenchef behandelt. Ich durfte alles machen, vom Menü anfangen bis zur Menschenführung und Mitarbeiterführung und war das für mich jetzt hier keine große Aufgabe zu denken, okay, das kann ich noch nicht, das muss ich noch lernen. Ja. Also ich habe das im Tantris alles mitgenommen vom Herrn Haas und darum, ja. Ich meine, auch für Ihr Team, man muss sich ja dann wahrscheinlich, denn Sie haben ja hier tatsächlich sehr viel Neues auch in Ihrer Küche aufgebaut an Technik, muss man ja auch erstmal in den Griff kriegen. Aber das hat funktioniert. Ja, das hat sehr gut funktioniert und das war jetzt irgendwie kein Problem. Mhm. Also die Sachen in der Küche haben eigentlich gleich funktioniert, auch die Jungs haben gut funktioniert, also von dem her war das jetzt nicht das Problem. Ja, ja. Es ging dann um andere Sachen, was man sich als Chef dann auch kümmern muss. Wie gesagt, es ging dann halt um ganz viele andere Sachen, nicht nur um die Küche, ums Büro, um Service. Da gab es das Problem und das muss man halt am Anfang alles in den Griff kriegen. Und da gab es schon ganz viele Gespräche, bis das alles funktioniert hat. Und wo man halt heute auch irgendwie schlauer ist und denkt, okay, jetzt machen wir es anders wie am Anfang und so. Aber wie gesagt, sonst habe ich wirklich sehr viel gelernt vom Herrn Haas und mir das eigentlich keine Schwierigkeit gemacht hat, diesen Betrieb zu führen oder irgendwie diese Leute zu führen. Denn also wenn der Herr Haas mal nicht da war, dann haben sie es alleine auch gemacht. Ja, genau. Ne? Und also, ich, ja. Also,
Und ich kann mir vorstellen, dass man sich dann aber sehr große Gedanken darüber macht, was so das erste Menü ist, was man hier anbietet. Wie sind Sie da vorgegangen? Was war das erste Menü und warum haben Sie es ausgewählt? Ja, das erste Menü war hier im Wernighof. Man sitzt halt hin und denkt darüber nach, was kochen wir. Und dann muss ich mal zuerst mit dem Fischhändler sprechen. Was ist im Moment Saison, was gibt es und was haben wir für Preise? Und nachdem habe ich halt das Menü gemacht. Es gab dann, glaube ich, einen Thunfisch und Seezunge und ein schönes Reh und, ja, und ein schönes Soufflé im Dessert. Und ja, das hat gut funktioniert. Gut. Wie oft wechseln Sie eigentlich das Menü? Denn ich meine, wenn man sich einmal auf so ein Menü eingespielt hat, dann läuft es natürlich besonders gut in der Küche. Wenn Sie wieder was Neues machen, dann ist es wahrscheinlich erst mal ein bisschen verzögert, das Ganze. Ja, also wir ändern das Menü jede Woche. Also ich habe ein 5-Gang-Menü, das ändere ich jede Woche. Mittagmenü jeden Tag. Immer was ich da habe, wird gemacht, weil wie die Fische halt ankommen, was ich bekomme. Sonst bleibt es eigentlich immer gleich. Also wie gesagt, jede Woche ändere ich das Abendmenü. Und somit bleibe ich auch attraktiv, das finde ich auch wichtig. Wenn jetzt ein Gast am Abend sagt, der möchte die Vorspeise nicht haben, dann bekommt er auch jederzeit einen Fisch oder irgendwas anderes. Mhm. Also da ein bisschen abwechslungsreich zu sein, das ist schon wichtig. Ja, ja. Und es ist auch für die Köche wichtig. Wenn ich jetzt 3 Wochen lang, 4 Wochen lang das gleiche Menü mache, bin ich immer der Meinung, dann, ja, ich finde es schon besser, wenn ich wechseln kann. Und mein Gast soll ja auch mehrmals kommen, nicht alle 3 Monate mal. Ja. Und darum ist es schon, glaube ich, gut, dass ich jede Woche wechsle. Obwohl Sie gut ausgebucht sind. Also ja, wir sind seit dem ersten Tag voll, Mittag und abends. Und ja, es ist ein Wahnsinn. Und darum ist es auch gut, dass ich wechsle, weil viele Gäste waren schon 5- und 6-mal bei mir. Ja. Und ja, schon toll. Wie lange muss man so erfahrungsgemäß im Vorfeld sich bei Ihnen anmelden, damit man einen Tisch kriegt? Ja, jetzt im Moment ist es irgendwie kein Problem, weil viele Sachen rausgefallen sind wegen diesem Corona. Ja. Sonst ist es immer gut, wenn man 14 Tage vorher reserviert oder anfragt, wann kann ich einen Tisch bekommen. Mhm. Jetzt, grundsätzlich bin ich jetzt bei den Reservierungen im Februar, also bei dem her sind wir schon ziemlich gut gebucht. Wenn Sie sagen, dass Sie Fisch beim ersten Mal so angeboten haben besonders, dann geht es ja auch darum, was für ein Verhältnis man mit den Herstellern hat. Wie läuft das bei Ihnen? Gehen Sie da immer zu den gleichen Herstellern, also von Fleisch, Fisch, Gemüse? Oder wechselt man da auch mal hier so in der Gegend? Es kommt ganz drauf an. Ich habe natürlich viele Lieferanten vom Tantris mitgenommen, die der Herr Haas eigentlich aufgebaut und groß gemacht hat. Ja. Und die natürlich Wahnsinnsprodukte haben und ich hoffe, dass die mir liefern. Ja. Natürlich bin ich jetzt immer auf der Suche nach auch kleinen Fischereien oder dass wir irgendwas anderes fehlen, die auch noch dazu, weil manche dann irgendwie dann auch mit der Kapazität ausgefüllt sind, sagen, sie können irgendwie nicht liefern. Suchen natürlich irgendwie andere Sachen auch. Ich habe natürlich viel Fleisch aus Österreich von meinem Bruder, der hat einen Bauernhof. Ah, ja. Und dann nehme ich immer Kälber und Schweine. Und auch vom Herrn Haas, seinem Bruder, habe ich dann immer die Rinder. Und das ist halt dann auch eine besondere Aufziehungsart, also nur mit Milch aufgezogen. Und das ist halt dann schon der Wahnsinn. Ja. Und ich bevorzuge eigentlich schon diese Sachen. Und wenn ich dann das Kalb da habe, dann verwende ich auch das. Empfehle ich das den Gästen, mache dann die Schulter oder die Haxen oder eine Kalbsbrust. Und es kommt sehr gut an. Inwieweit berücksichtigen Sie auch so dieses vegane Bedürfnis mittlerweile von den Gästen, was ja auch immer stärker anscheinend um sich greift, oder? Ja, das ist leider auch hier ein Trend in dieser Zeit. Ja. Wenn natürlich jemand kommt, wo vegan ist, dann wird vegan gekocht, das ist kein Problem. Mhm. Haben wir auch immer irgendwas da, dass wir das ganze Menü vegan kochen können. Aber ja. Ich merke schon, Sie sind eher schon für gut. Ich will jetzt nicht auf Werbung machen, aber ja. Für gutes okay. Fleisch und guten Fisch sind Sie eher zu haben, genau. Oder? Genau. Also natürlich koche ich vegan oder vegetarisch, aber ich möchte es jetzt nicht irgendwie. Man macht es, wenn jemand kommt, ist kein Problem. Gerne und ja. Ja. Aber Regionalität, das ist ja auch ein Thema, was im Moment sehr hoch geschrieben wird. Eben darum habe ich auch viele Produkte von mir zu Hause, auch die Eier von einem Freund von mir zu Hause auf dem Bauernhof. Da stehen halt die Hühnchen ja richtig so im Grünen drin und das ist halt schon toll. Ja, schön. Und die Eier haben auch einen ganz anderen Geschmack und wie gesagt, das Fleisch und die Fische ist hier von der Umgebung. Regionalität ist schon wichtig. Auch im Sommer holen wir die Tomaten und das Gemüse hier von Höhenkirchen von einem Bauern und ja, möchte ich schon sehr fördern, solche Sachen. Können Sie mal die Abläufe mal so ganz kurz, können wir einmal so rumgehen und Sie sagen einfach, wie Sie das hier organisiert haben? Gar nicht. Also hier ist
Hier ist der Gabmensch, der kocht die Kai. Ja, hi. Und was hier, machen Sie da gerade? Sie hackt gerade Eier. Eier, ah, ja. Okay. Hart gekochte Eier, ja. Und das ist der Florian, der macht ein Entremetier. Hallo. Und hier habe ich die Patisserie, die macht der Laurenz. Das ist, genau. Das ist ja auch eine Kunst, nicht? Diese Patisserie. Ja, genau. Sehr gut. Und weil wir halt auch noch, ich halt großen Wert lege auf Desserts, wo man die Teige noch selber macht, wo man Blätterteig macht, einen Mürbteig macht und einfach die Sachen noch selber macht. Und ich auch auf solche Desserts großen Wert lege, wie zum Beispiel das Soufflé und so Sachen, wo viele auch nicht mehr machen. Ich das schon sehr gerne mag, oder Tartelett oder Himbeer-Tartelett oder so Sachen. Mhm. Was einfach schmeckt, bin ich der Meinung. Also, ja, ja, klar. Also ich erinnere mich sehr gut an Ihren Nachtisch. Und da können Sie sich, wie gesagt, da kann man auch sehr viel lernen, glaube ich, mit ja. So Sachen, weil das einfach diese handwerkliche Sachen viele auch nicht mehr machen oder anders machen einfach, aber ich schon noch großen Wert auf das lege. Wie ist das überhaupt mit Ausbildung? Bilden Sie aus oder nicht? Im Moment noch nicht. Ja. Also ich habe schon vor, irgendwann mal einen Lehrling zu nehmen, aber jetzt im Moment muss ich mal schauen, dass hier alles läuft, dass es gut funktioniert. Bekommt ihr so schon zu wenig Köche und Lehrlinge sind dann auch immer lange weg und in der Schule und alles. Und das Erste ist auch natürlich, ein Lehrling braucht Zeit und ja. Das ist im Moment auch noch sehr knapp, ganz ehrlich. Du musst mal schauen, dass das alles funktioniert und ja, und man kann nicht einen Lehrling nehmen und dann irgendwo hinstellen, das möchte ich auch gar nicht. Wann, da ja. Muss man richtig ausbilden und dass er auch richtig gut was lernt. Das scheint im Moment, also was ich ja gut nachvollziehen kann, gerade in so einer Anfangsphase, ne, da, wo man so alles reinwirft, kommen Sie da mit Ihrer Life-Work-Balance überhaupt noch zurecht? Oder wie schaffen Sie das mit Ihrer Belegschaft? Ja, über das reden wir jetzt gar nicht, glaube ich, über das. Aber ja, es bleibt schon wenig Zeit für alles andere. Aber im Moment ist halt so. Und ich bin froh, dass ich solche Jungs habe in der Küche, wo auch sehr gute Idealisten sind und sagen, okay, wir ziehen das durch. Und ja. Das ist schon toll, aber sonst wird es schon immer schwieriger. Und ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei einer Spitzenköchin wie Ihnen besonders Spaß macht, da mit, oder auch eine Ehre irgendwo ist, da mitarbeiten zu können. Denn das ist ja im Lebenslauf dann was ganz Tolles, wenn man das da drin stehen hat. Ja, das hoffe ich doch. Oder, Lawrence? Ja. Ja. Ja, also ich glaube, dass das ganz sicher mit eine große Rolle spielt. Ja, das ist auch wichtig, bin ich der Meinung, wissen Sie, für die Köche in einem kleinen Betrieb. Da können Sie manchmal viel mehr lernen als im großen. Ja. Weil im großen Betrieb, da arbeiten Sie an einem Posten und im kleinen Betrieb, da können Sie viel mehr sehen und schauen, ist meine Meinung immer. Und auch für später, wenn die mal einen Betrieb führen wollen. Im kleinen Betrieb, da kriegen Sie jetzt viel mehr mit, was ist Sache, was muss die Chefin alles machen, wo muss sie überall sein. Das ist gut, weil im anderen Betrieb kriegt man das gar nicht so mit, was ja. Eigentlich Sache ist, wenn man selber irgendwas macht. Leuchtet sofort ein. Leuchtet sofort ein. Wie handhaben Sie das eigentlich? Auf der einen Seite müssen Sie dann, wenn es abends losgeht, intensiv in der Küche sein. Aber der Gast denkt sich auch, wenn da die Frau Schelling ist, würde ich sie auch ganz gerne mal sehen. Ja, ich gehe dann schon raus und danach immer verabschiede die Gäste. Ja. Aber ich bin natürlich immer in der Küche, weil ich bin der Meinung, der Chef muss immer da sein und es muss funktionieren. Ja. Und ich bin am Mittag in der Küche, also ich komme um 7 Uhr hierher und bin ich in der Küche den ganzen Tag eigentlich. Mhm. Und Nachmittag verabschiede ich die Gäste und dann gehe ich wieder in die Küche. Und am Abend, ja, Lawrence, so ist es. Und dann am Abend verabschiede ich dann auch die Gäste, wenn wir fertig sind mit Arbeiten. Also das ist mal locker, was, ein 16-Stunden-Tag, den Sie hier haben. Manchmal auch mehr. Und manchmal auch mehr, ja. Hält man natürlich nicht auf Dauer durch, also da kann man... Ja, ich habe mir umsonst das geschafft, also... Im Tantras habe ich so viel gearbeitet und ich liebe das ja. Und, das ist, und ganz ehrlich, umso mehr das ist, umso besser läuft das, bin ich immer der Meinung. Weil, ja, bei mir muss schon irgendwas brennen, weil sonst ist mir das zu langweilig. wo kriegt man denn überhaupt noch Personal her? Wo geht man da hin? Ja, oder wie? Ist leider nicht so einfach. Da haben wir dann Sauce, dann braucht der Patrick. Ja. Und ich selber mache den Poisonier. Mm. Und ja, das ist jetzt im Moment gerade nicht so einfach. Darf man das sagen? Corona hat uns das nicht leichter gemacht. Wie gesagt, ja, das ist halt sehr schwierig, weil viele sind natürlich jetzt auch weggegangen, machen was anderes, weil natürlich jeder wieder hofft, dass kein Lockdown kommt oder irgendwie. Das ist natürlich für die Gastronomie schon nicht einfach. Wenn es mal wieder einfacher wird, dann glaube ich, hat die Gastronomie sehr gute Karten, weil dann jeder das Bedürfnis hat, wieder rauszugehen und, und gut zu essen. Ich denke auch immer, nach einer schlechten Zeit kommt auch wieder eine gute Zeit und dann wird es wieder funktionieren. Jetzt müssen wir es halt da durch und das wird irgendwie schon klappen. Ja, ja. Sehr schön. Was
könnten Sie hier, was, wenn Sie einen Wunsch hätten, was würden Sie hier noch verändern an Ihrer Küche? Oder haben Sie jetzt hier alles, was Sie brauchen? Also ich durfte mit der Stiftung diese Küche selber mitplanen. Also ja. Es ist eigentlich schon so, wie ich es gerne hätte. Ja. Natürlich kommt immer wieder jeden Tag irgendwas, man denkt, okay, das könnte ich noch besser machen oder das hätte man anders machen können. Aber so, wie es jetzt eigentlich so ist, ist eigentlich ganz gut und bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was ist so Ihr wichtigstes Handwerkzeug? Was Messer. Schon Messer, oder? Messer und Töpfe. Man sagt ja immer, so ein Koch oder eine Köchin muss man mal auf die Hände gucken. Und wenn die ordentlich verbrannt sind und wenn da ordentlich viele Wunden dran sind, dann weiß man, dass das wirklich eine Köchin ist. Ach so, dann schauen Sie bei mir jetzt nicht drauf. Ist da was Wahres dran? Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, dass man ein guter Koch ist, wenn man viele Schnitte hat. Aber das passiert halt. Schon. Wenn man oben steht oder irgendwo, dann gibt es halt mal, dass man sich verbrennt oder dass man sich schneidet. Aber das ist normal. Das ist das tägliche Leben in der Küche. Das kann passieren. Ja, aber am besten ist natürlich, wenn man sich gar nicht schneidet. Und ist denn bei Ihnen schon mal wirklich was schiefgelaufen, wo draußen die ganzen Gäste waren und in der Küche ist irgendwas schiefgelaufen? Auch vielleicht im Tandris oder im Laufe Ihrer Arbeitszeit, dass Sie gedacht haben, jetzt weiß ich im Moment gar nicht mehr, wie es weitergeht? Na, Gott sei Dank noch nicht. Na, sowas ist jetzt noch nicht passiert, auch im Tandris nicht, weil wir schon alle richtig gut angearbeitet waren eigentlich. Und hier ist es bisher auch noch nichts passiert, was ich sagen könnte, okay, jetzt geht es nicht mehr. Gut, es gibt mal andere Probleme, was nicht in der Küche sind, was sagt, okay, was machen wir jetzt, aber... Das Restaurant macht immer so um 19 Uhr auf, oder? Um 18 Uhr jetzt, 18 Uhr. Also normalerweise 18:30, 19 Uhr, aber im Moment mit der Situation 18 Uhr. 18 Uhr. Wie lange im Vorfeld muss man denn dann schon in der Küche tätig gewesen sein, um dann sozusagen, wenn um 18 Uhr, 19 Uhr es losgeht, die Abläufe gut im Griff zu haben? Ja, schon in der Früh, weil wir fangen in der Früh um 7:30 an, tun alles vorbereiten, wir kochen alles frisch, wir machen alles neu. Und das gibt schon richtig gut zu tun. Und dann kochen wir halt bis 11 Uhr mittags, sollte halt die Vorbereitung so gut wie stehen. Und am Abend, wenn die Köche um 17 Uhr kommen, dann machen sie halt kurz die Vorbereitung, was noch zu tun ist. Irgendwie Gemüse schneiden oder Schnittlauch schneiden oder irgendwie kleine Sachen. Aber stehen sollte eigentlich die Vorbereitung bis 11 Uhr. Bis 11 Uhr? Ja, ist eigentlich immer wichtig, weil gut, am Nachmittag hat man schon mal kurz Zeit, um irgendwie kleine Sachen zu machen oder Fische portionieren, Fleisch portionieren. Das machen wir auch immer vor dem Service, aber so große Sachen sollten eigentlich nicht passieren. Oder kann schon mal sein, dass ich eine Soße neu kochen muss oder was am Nachmittag. Mhm. Aber grundsätzlich sollte eigentlich das Mise en place für den Abend stehen. Jetzt heute dauert es ein bisschen länger, weil wir mittags geschlossen haben. Dann können wir ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten haben. Aber sonst eigentlich ist es gut, wenn immer vor Mittag die Vorbereitung beendet ist. Mhm. Dieser Gruß aus der Küche, der spielt ja auch immer eine Rolle. Und man hat es ja als Gast sehr gerne, wenn man eigentlich darauf wartet, dass der erste Gang kommt. Und dann kommt ein Gruß aus der Küche. Wenn man Glück hat, kommen zwei Grüße aus der Küche. Welche Bedeutung hat das für Sie? Warum wird das gemacht? Ja, das ist mal als erstes wahrscheinlich ein Auftakt für mein Menü. Und als erstes mal wahrscheinlich zu dem Gast zu begrüßen, dass ich jetzt einen kleinen Happen vorweg habe, bevor das Menü startet. So denke ich mir, dass ich, so empfinde ich das halt. Das ist ja eigentlich, gab es das immer schon, diesen Gruß aus der Küche? Ja, im Tandris haben wir es immer gemacht. Es gibt viele verschiedene Betriebe, die es nicht machen. Die starten gleich mit dem Menü in kleinen Gängen. Mhm. Es ist ja jedem selber überlassen, ob er es macht oder nicht. Aber ich finde es schon wichtig, dass man so einen kleinen Gruß aus der Küche macht und dann mit dem Menü startet. Mhm. Gerade wenn man auch gewisse Preise hat und so, finde ich schon in Ordnung, dass man was Kleines vorweg macht. Mhm. Dann geht es ja auch immer so ein bisschen darum, dass der Wein zu den einzelnen Gängen passt. Wie wird das organisiert, beziehungsweise wann am Tag organisieren Sie das, dass Sie den richtigen Wein haben für den richtigen Gang? Ja, die Menükarte ist schon fertig. Also der Sommelier ist jetzt schon da, der ist schon drüben. Und er schaut sich natürlich das Menü an und wenn ich eine neue Soße aufstehen habe, dann kommt er zu mir und sagt, da kann ich die Soße probieren, können wir das und das probieren, wie schmeckt das und das. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass der Xavier, mein Sommelier, mit mir im Tandris war und der Paula Bosch gelernt hat und meine Speisen natürlich schon kennt und auch die Art zu kochen kennt. Da tut man sich natürlich schon viel leichter, weil er weiß, okay, wie schmeckt der Bouillabaisse bei mir, wie schmeckt der Trüffelsauce bei mir oder wie schmeckt der Artischockenfond. Und wie gesagt, ja, so machen wir es halt. Aber probiert man dann? Also, ja, er kommt dann zu mir und ich mache mir die Soße warm und er probiert es. Mhm. Oder er kommt mit einem Wein zu mir und sagt, ich habe da neuen Wein, was können wir da dazu machen?
wie schmeckt er Ihnen und so. Und dann probieren wir halt und so besprechen wir auch. Ja. Und wie groß ist da Ihre Bandbreite, was die Weine anbelangt? Also ist das auch mehr regional orientiert oder gehen Sie da weiter? Nee, wir haben schon also hauptsächlich deutsch-österreichische Weine, aber auch natürlich Frankreich, Spanien und Italien. Mhm. Und natürlich werden wir das auch ausweiten dann. Aber im Moment, man muss am Anfang auch, muss ein Weinkeller in meinen Augen auch wachsen. Und man fängt immer von unten an. Ja. Und darum muss man jetzt das auch alles miteinander ein bisschen aufbauen und ja. Okay, dann lassen Sie uns doch noch einmal ins Restaurant gehen und uns Ihr schönes Restaurant von innen angucken. Ja. Gut. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Le Jeune Akademie. Motiviert geht es weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Le Jeune Akademie. Frau Schelling, wie ist das, wenn man eine gehobene Küche hat, so wie Sie das hier führen? Was würden Sie sagen, ist das eine Kunstform oder ist es reines Handwerk? Oder beides? Ist was von mir. Ich denke beides. Es ist Handwerk und Kunst, denke ich mir. Ja, wo setzt die Kunst ein? Beim Trapieren des Tellers? Wahrscheinlich. Ja. Sie haben da hinten so ein tolles Kunstwerk und das hat ja was mit Ihrer Geschichte auch zu tun, ne? Hier im Tandres so ein bisschen. Ja, genau. Das Kunstwerk hat mir der Herr Haas gemacht, mein ehemaliger Chef. Das hat er mir gebracht, wo die Eröffnung war, also wo die Pressekonferenz war, hat er mir das gebracht und hat es da hingehängt und es ist richtig toll und alle sind begeistert. Erklären Sie mal, was das ist. Das sind Steinbutt-Karkassen, die haben wir alle im Tandres verarbeitet. Was sind das? Steinbutt-Karkassen, Steinbutt-Gräten. Und die haben wir alle im Tandres verkocht und verarbeitet. Also wir lösen sie immer, haben sie ausgelöst, der Herr Haas hat sie immer ausgekocht und sauber gemacht und getrocknet und jetzt bemalt. Und das ist ja ein alter Federkernmatratze. Ja. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, ne? Das ist toll und... Ja. Hat mir dann dieses Kunstwerk daraus gemacht. Und das passt natürlich sehr gut hierher. Und ich bin auch stolz, dass es hier hängt. Hier würde ich noch Hans Haas so unten irgendwie... Ja, das muss man noch machen. Das haben wir auch gesagt. Irgendwie muss der Name unten hängen. Der Name muss da unbedingt hängen. Und, ja. Aber Sie haben alles hier neu gemacht. Also hier ja, wir haben hier ganz viel neu gemacht. Von Farbe, Lampen, Boden, Vorhänge, Interieursachen und neuer Boden. Haben wir wirklich sehr viel neu gemacht. Das ist jetzt modern, ne? Ja, also ich wollte es unbedingt ein bisschen modern einrichten, die Sache. Also dieses klassische, wie sagt man, alte Restaurant modern einrichten. Mhm. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil Bänke mussten ja bleiben. Und im Nachhinein finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und die Tische und die Stühle sind ja neu und es ist eigentlich ganz gemütlich. Und ja. Wenn es voll ist, wie viele Gäste haben Sie dann? Im Moment haben wir 45 Gäste, wenn ich voll habe. Wenn ich eine Gesellschaft habe, dann kann ich auch 50 nehmen, aber mit 45 im à la carte Bereich ist dann Schluss. Also dann sind wir schon richtig voll. Ja. Sagen Sie, was ist ein guter Gast? Einer, den Sie gerne haben. Also ich meine, wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Und ich bewundere manchmal Bedienung, Köche, wie sie mit schwierigen Gästen umgehen. Was ist ein schwieriger Gast? Na, wie soll ich das sagen? Weil wäre schwierig. Wir sind alle wahrscheinlich irgendwie schwierig. Natürlich ist ein einfacher Gast, wenn dem Gast alles passt und es ist alles wunderbar. Es gibt natürlich auch kritischere Menschen, die haben irgendwie andere Ansichten und finden dann andere Sachen anders besser. Und gibt es natürlich auch, aber man muss ja damit immer klarkommen und schauen, dass es irgendwie funktioniert. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass man irgendwie schwierige Gäste hat. Wir sind ja dafür ausgebildet und wir müssen damit klarkommen. Und der Gast ist der König und muss schon funktionieren. Ja, ja.
Aber dieses, weil das ist ja auch eine ganz subjektive Sache, ne? Wenn ein Gast sagt, also das schmeckt mir nicht, oder also jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Ja, aber was soll ich dann machen? Wie gesagt, wenn der Gast sagt, es schmeckt ihm nicht, dann muss ich was anderes machen. Dann muss man sofort was anderes einfahren lassen und dann kriegt er was anderes oder kriegt das andere nochmal. Aber ich kann ja nicht auf den eingehen und sagen, nicht eingehen und sagen, okay, ich bin der Meinung, es passt und jetzt muss er sich dran halten. Also wenn der Gast sagt, es passt ihm nicht, dann muss ich natürlich reagieren. Ja. Dann bekommt er was anderes oder es wird von der Rechnung genommen. Aber ich werde schon immer reagieren, wenn sowas ist, weil es ist schon wichtig. Mhm. Und da kommt es natürlich dann auch sehr auf Ihre Bedienungen an, die also hier am Gast sozusagen dann direkt arbeiten müssen. Was ist da so die Mentalität, die von Ihnen bekommen also, haben? Bei mir ist immer wichtig, ich sage immer, es muss perfekt sein, mein Service. Ja. Aber es muss trotzdem eine gewisse Lockerheit da sein. Weil es darf nicht zu steif sein. Ich will auch nicht, dass jedem Tisch ein Kellner steht. Also wir haben ja auch nicht so viele Leute im Service, aber ja, wie gesagt, es darf ruhig auch mal lustig sein und der Gast soll sich wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Und die Kellner, die, okay, die sollen locker sein, sagen Sie, aber die müssen ja natürlich auch das Menü verstehen. Ne? Wie gehen Sie da vor? Also gibt es da so ein Meeting in der Küche? Ja, ich mache am Abend ein Meeting vorm Abendessen. Da besprechen wir mit ihnen das Menü und wenn es Fragen gibt, können sie mich fragen. Oder wenn jemand irgendwas probieren möchte, kann er es auch probieren. Und dann funktioniert das schon. Und wie gesagt, die müssen ja auch wissen, was sie auf dem Teller haben und was sie vorsetzen dem Gast. Es ist ja auch wichtig, dass sich auch der Kellner dafür interessiert, also der Mitarbeiter im Service, dafür interessiert, was bei mir auf dem Teller passiert. Das ist schon wichtig. Der muss sich dafür interessieren, das ist ganz wichtig. Muss sich auskennen. Ne? Natürlich, denn zu Ihnen kommen ja nun Gäste, die auch wirklich was vom Essen verstehen. Ja, ne? Und das muss, darum sage ich ja, es muss eine gewisse Lockerheit da sein, aber es muss trotzdem perfekt sein. Der Service muss schon perfekt sein, ist wichtig. Ja. Wie wichtig sind Ihnen Sterne und Hauben und all sowas, was man ja kriegen kann? Ja, ganz einfach, wenn ich einen Stern bekomme, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Aber das Wichtigste ist für mich immer in erster Linie, dass der Gast wiederkommt und dass der Gast zufrieden ist. Und der soll ja mehrmals im Jahr kommen, als nur einmal, weil ich 3 Sterne habe. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Plan. Also wie gesagt, ich freue mich über alles, was ich bekomme, aber man fängt immer von unten an. Und ja. Denn es gibt ja anscheinend so eine Gruppe Menschen, die also sich vom 3-Sterne, 2-Sterne, 1-Sterne-Restaurant so in der Welt bewegen. Ne? Die machen den Michelin auf und dann gehen sie da rum. Das ist dann schwierig. Da gab es ja hier auch ein Beispiel in Bayern, wo einer mal von 3 Sterne auf 2 Sterne runtergefallen ist. Ne? Dann eben, der Hase hat es mir immer gesagt, nach oben geht es schneller, also runter geht es schneller als nach oben. Und wie gesagt, es geht eigentlich gar nicht um Sterne. Es ist das Wichtigste, dass der Gast wiederkommt und dass der Gast zufrieden ist hier. Ja. Er soll sich wohlfühlen rundum und alles andere wird kommen. Und so wie es kommt, kommt es, sage ich immer. Und ja, ich möchte mich gar nicht irgendwie versteifen. Ich brauche jetzt unbedingt einen Stern oder ich brauche 2, 3 Sterne. Es kommt, wie es kommt. Und ich werde meine Leistung dafür geben und dann sehen wir es. Also ich sag mal, die kommen. Und wie sagt man immer, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, klar. Aber ja. Hat man da eigentlich so ein, also wenn Sie jetzt 14 Jahre im Tandris waren und da gab es ja auch 2 Sterne, hat man dann so ein Gefühl dafür, da sitzt jetzt einer, der vielleicht da ausschlaggebend sein könnte? Hat man natürlich auch und meine Mitarbeiter sind ja auch dafür geschult und halt, ich sag mal, ausgebildet irgendwie mit den Jahren, dass sie schon erkennen, wenn es jetzt hier ein Tester oder kann mal hier einer sitzen, wo er sich wirklich gut auskennt und mehr fragt und mehr wissen will über Karte, über Weine und so. Ja. Gibt es natürlich schon, aber grundsätzlich weiß ich ja nicht, wenn jemand da ist, aber ja. Muss man einfach drüber hinweggehen, so nach dem Motto. Jeder könnte es sein. Wissen Sie, im Tantris war es immer so, wenn jemand da, so einer da war, ist Michelin oder Gourmet, dann habe ich dann zum Chef gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hat der Hase immer gesagt, wir kochen ganz normal. Wir kochen ganz normal weiter und ich sehe das auch so. Ja. Kein Stress und kein Zirkus, das kriegt genau das gleiche Essen und soll ganz normal passieren wie jeder andere. Und dann wird sich schon zeigen, wie gut ich bin oder... Das ist auch das Ehrlichste, glaube ja. ich, oder? Ja. Wenn du hier ein Tester siehst, das ist da ein Zirkusdreh in der Küche, das kann es nicht sein. Also hast du mir immer gesagt, bleib ruhig, wir kochen ganz normal weiter. Und das habe ich mir schon nicht vergessen. Ja, ja. Haben Sie eigentlich persönlich ein Lieblingsessen? Ja, nicht wirklich. Ich liebe alles. Ich liebe Fisch, ich liebe Desserts. Aber so ein bisschen Vorliebe für irgendwas Besonderes ist? Ach, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich mag alles. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas nicht mag. Aha.
Und wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Also wenn Sie nach Hause gehen, gibt es da immer Gourmet zu essen oder auch mal eine Tiefkühlpizza? Das gibt es natürlich auch einmal, manchmal, aber nicht sehr oft bei mir. Dann mache ich selber Pizza oder wie gesagt, ich mache einen Fisch mit Gemüse oder mit Fleisch, mit Salat oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich versuche schon die Wertschätzung zu der Küche. Also ich möchte schon nicht zu Hause irgendwie ein Schlimmes essen, weil ich selber Köchin bin. Ja. Ich versuche schon, also das möchte ich auch für mich selber, dass ich was Gutes esse und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas essen muss oder Fastfood oder irgendwas. Ja, obwohl, wenn man so lange in der Küche dann auch gestanden hat, möchte man zu Hause wahrscheinlich... Ja, man kocht natürlich auch viel knapper und was Kleineres. Da gibt es halt nur einen Fisch mit Gemüse oder mit Salat oder irgendwas. Mhm. Aber wie gesagt, ich koche jetzt nicht ein Fünf-Gang-Menü zu Hause, aber... Außer ich habe Gäste, dann ist was anderes. Aber sonst, wie gesagt. Ach so, ja, ja. Dann schon. Ja, so, ja, habe ich auch schon gemacht. Dann schön. Gibt es eine Nationalität, der Sie so ein bisschen zusprechen? Also, Sie sagen vielleicht vietnamesisch oder. Haben Sie nicht? Also, ich gehe gerne zum Vietnamesen. Ich mag auch gerne Japaner. Ja, ich mag auch gerne Vietnamesen. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Aber da muss man auch die gewissen Guten finden, die wirklich gut sind. Aber ja. Es gibt alles als Fastfood und es gibt alles eine Nummer oder zwei, drei besser. Ja, genau. Ja. Warum sind Sie Köchin geworden? Ja, warum? Weil ich früher schon als kleines Mädchen Kuchen gebacken habe und mitgekocht habe. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Passion bei mir. Ich habe das immer schon gern gemacht. Bei mir gab es nicht Puppenspielen oder irgendwas. Ich habe halt gerne gebacken und ich habe im Sommer Weihnachtsbäckerei gemacht zu Hause. Ja, ich habe das immer schon geliebt und ich wusste immer schon, dass ich irgendwas mit, auf jeden Fall was mit den Händen machen möchte und irgendwie was mit Backen oder Kochen und ja. Und wie kam es dann zum ersten, ich sage jetzt mal seriösen Schritt, dass Sie also vom Backen zu Hause, vom Kuchenbacken sozusagen gesagt haben, jetzt will ich es intensiver oder professionell anpacken? Ja, ich habe eigentlich als kleines Mädchen schon gewusst, dass ich Köchin werden will. Dass ich, ja, das war für mich, war für mich immer schon klar. Also ich wusste nicht, wie viele heute jetzt überlegen müssen lange, was sie wollen. Ich wusste mit 10 Jahren schon, das will ich machen. Aber was war dann Ihr erster Schritt? Wie haben Sie das dann gemacht? Wo haben Sie ich habe dann die Lehre gemacht in Bregenzer Wald, bei mir zu Hause in einem Hotel. Aha. Habe ich die Lehre gemacht und bin danach ins Restaurant Gut in Lauterach. Das war auch ein Familienbetrieb, waren alle von der Familie in der Küche, habe ich sehr viel gelernt, weil alle sehr genau waren und schaut da jeder auf die Finger, wenn die Familie selber in der Küche ist. Mhm. War sehr lehrreich für mich, habe mich auch fürs Tantris sehr viel geholfen danach, wo ich zum Haus gekommen bin. Ja, aber das Kochen war immer schon mein Ding, komischerweise. Wo ich zu Hause ausgezogen bin, hat meine Mutter immer gesagt, es gibt bei dir nichts anderes als Kochbücher. Aber es ist leider so, ich liebe das halt, ich weiß nicht, es ist... Schön. Ja. Und wie kommt Mann dann oder wie kommt Frau dann ins Tantris? Ja, das ist die Geschichte war das, dass ich 95 von Thomas Scheucher, von meinem ehemaligen Chef, das Kochbuch Hans Haas bekommen habe, das erste schwarze Buch vom Tantris. Mhm. Und ich das durchgeblättert habe und für mich da klar war, ich will dahin, ich will diese Art, diesen Mensch Hans Haas und diese Art zu kochen kennenlernen. Und dann bin ich wohl jahrelang beim Thomas gewesen und andere in einem anderen Haus. Und da habe ich dann, aber im Hinterkopf war immer das Tantris, weil diese Art zu kochen und das hat mich immer schon fasziniert und ich weiß nicht warum, aber das war für mich passiert, weil ich das gesehen habe. Und ich bin dann, wie gesagt, 2006 zum Haas gekommen ins Tantris, ging auch ganz schnell, weil ich habe mich zuerst nicht getraut und mir gedacht, okay, das Tantris ist zu hoch für mich, da kann ich nicht hin, weil ich komme von einem normalen Restaurant, also die haben damals 1 Stern gehabt. Ja. Dann habe ich durch einen Freund, haben wir im Tantris angerufen, dann hat der Chef mich angerufen am Donnerstag und hat gesagt, er ruft mich zurück am Sonntag und dann habe ich 3 Tage gewartet und er hat mich dann am Sonntag um 10 Uhr angerufen, das weiß ich noch wie heute. Ja. Und dann gesagt, Ziggy, bist du am Dienstag bei mir? Und ja. Also der kannte schon so ein bisschen das, was Sie können. Ich war 2000 mal Praktikum dort, 7 Wochen. Ach so, ja. Und ich wäre dort, ehrlich gesagt, gerne dort geblieben, aber der Chef hat mich nicht gefragt. Und klar, fragt man auch nicht, wenn man wirbt dann jemand ab oder so. Und ich bin auch wieder zurück in den anderen Betrieb gegangen und habe mich danach dann dafür entschieden, okay, ich will jetzt zum Hans Haas. Und das hat dann geklappt und innerhalb von 3 Tagen und ja, das war der Wahnsinn. So wie Sie über ihn sprechen, wird der Hans Haas für Sie immer der Chef sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also er ist für mich auch mein bester Berater und mein größter Mentor. Aha. Ich kann ihn immer anrufen, wenn ich irgendein Problem gibt, frage Chef, wie machen wir das oder wie gehe ich da vor? Und
ich entscheide ja eh immer selber, aber er gibt mir dann immer einen Rat und sagt, mach so oder so und schon toll, ja. Er ist auch für mich echt ein Freund, weil, wie gesagt, ich kann anrufen und sagen, Chef, oder ich habe ein Problem hier mit irgendwas und sagt, kommt da und schaut mal, also das muss ich echt sagen, er ist... Für mich ja, schon Wahnsinn. Das Tantris hat ja eine ungeheure Tradition, auch was Köche anbelangt. Witzigmann war wohl der Erste und dann Winkler und ja, Hans Haas. Sie waren da und werden jetzt hier was Tolles draus machen. Wie erlebt man diese Tradition? Ja, im Nachhinein ist es schon toll, dort gewesen zu sein. Weil wenn ich das so im Nachhinein überlege, ich war 14 Jahre im Tantris, ich meine, Tantris ist schon der Wahnsinn. Also das war schon eine schöne, sehr lehrreiche Zeit, auch mit der Familie Eichbauer, das war der Wahnsinn. Ich möchte die Zeit nicht missen, ganz ehrlich, ich bin auch sehr respektvoll gegenüber denen, weil ich einfach ja, im Tantris war und ich finde mir auch große Freude, dass ich dort war. Ja. Weil das, was ich dort gelernt habe, das lernt kein Mensch mehr und das ist wirklich auch... Diese handwerkliche Arbeiten, was ich beim Haas gelernt habe oder die anderen beim Witzigmann, beim Winkler und überall, das ist schon Wahnsinn, finde ich. Gerade dieses Handwerkliche, was ja viele heute nicht mehr machen, diese drei großen Chefs sind schon der Wahnsinn für mich. Ja, nach wie vor, ja. Koryphäen, klar. Koryphäen, genau, so ist es. Ja. Frau Schelling, eine Frage, die man Männern natürlich nicht stellt und deshalb ist es trotzdem interessant, mal die Meinung einer Frau zu hören. Was glauben Sie denn, warum Frauen so wenig in ihrem Beruf, ich sag mal, scheinen oder großen Erfolg haben? Wie erklären Sie das? Als erstes glaube ich einfach, dass, weil dieser Beruf einfach sehr anstrengend ist, ist es natürlich für Frauen schon ein Knochenjob manchmal und wahrscheinlich auch von der biologischen Seite her, weil Frauen Kinder bekommen. Und einfach dann auch weggehen, weil sie Kinder haben, denke ich mir. Und wie gesagt, es ist halt schon ein stressiger Beruf und man muss es schon gerne machen. Und glaube ich halt, dass es so ist. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwischen drei Brüdern aufgewachsen. Da ist alles ein bisschen robuster gewesen. Das hat mir schon vieles leichter gemacht in der großen Küche mit den vielen Köchen und den Burschen. Weil sonst ist man als Frau schon ein bisschen zart beseitet wahrscheinlich. Und denkt, oder es ist natürlich alles miteinander ein bisschen robuster. Und hat es mal einen Mann gegeben, der angezweifelt hat, dass Sie als Frau das packen? Nein. Ja, das wäre ja auch... Nein, habe ich noch nie erlebt. Was wünschen Sie sich jetzt für Ihr Restaurant? Wie sehen Sie das so in 2 Jahren? Wo wären Sie da gerne? Ja, dass es einfach sehr gut läuft und dass der Gast einfach wiederkommt und dass es einfach gut geht, dass es gut läuft. Und wie gesagt, ich bin selbstständig hier, ja. Dass es einfach gut läuft und dass die Gäste gerne wiederkommen und ja. Es gibt ja viele Köche, die dann auch reisen und ich sag mal, also jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch darüber hinaus und einfach mal gucken, Erfahrung sammeln und überlegen, ob sie da was mitnehmen können. Ja, das macht man ja immer irgendwie, ja. Wenn man irgendwie essen geht, zum Schauen, was machen die anderen. Ist natürlich immer wichtig, dass man nicht, ich sag mal, betriebsblind wird. Man muss ja auch den Weitblick haben und schauen, was machen die anderen. Wie läuft es da, was wird da gemacht? Das ist schon wichtig, bin ich der Meinung, dass man nicht in dem Strudel zu Hause bleibt. Es ist schon wichtig, dass man rausgeht und sieht, was machen die anderen. Und stellen Sie eigentlich fest, weil im Fernsehen gibt es ja ungeheuer viele Kochsendungen, ne? Dass also gerade von den jungen Leuten es da welche gibt, die sich dadurch angesprochen fühlen, auch Koch zu werden, aber in erster Linie mit dem Hintergedanken, da eine Berühmtheit zu werden. Ja, das wird es wahrscheinlich schon manchmal geben, aber das kommt dann eh dann auf die Realität zurück, wenn die mal in diesen Beruf gehen, weil natürlich sind die Kochshows, ist alles ein bisschen, wie sagt man, alles ein bisschen gehypter und in der normalen Welt sieht es halt immer wieder ein bisschen anders aus. Dieses, was Sie auch vorhin in der Küche schon beschrieben haben, dieses 16-Stunden-Arbeiten, wie oft erleben Sie da, dass da eben auch ein junger Kollege oder Mitarbeiter einfach auch den Löffel schmeißt und sagt, das ist mir zu viel? Das gibt es natürlich auch manchmal, dass es denn manchmal zu viel wird, aber meistens ist es halt so, ich habe es im Tantris gesehen, die Leute, die sich im Tantris beworben haben oder jetzt bei mir, die wissen, auf was sie sich einlassen.
Und ich will ja auch was erreichen. Und das kann man nur mit Fleiß und mit Arbeit. Und ich glaube, wenn einer nur 8 Stunden arbeiten will, dann ist es natürlich falsch bei mir oder bei anderen Spitzenköchen. Weil man muss natürlich schon gewisse Arbeitsbereitschaft herbringen. Genau, und ich meine, die geht ja dann eben auch bis spät in die Nacht. Und bei jungen Leuten ist das natürlich dann... Ja, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger geworden. Schwierig geworden. Ja, ja, schon anders. Hat sich schon ein bisschen verändert. Aber stellen Sie da auch fest, dass es dann einen ganz anderen Lebensrhythmus dadurch gibt? Also dann, wenn man um 12 Uhr aufhört oder um 1, dass man dann eben noch mal, man muss ja runterkommen von der ganzen Nummer, dass da dann noch mal so 2-3 Stunden irgendwie anders gelebt wird? Wahrscheinlich wird es so sein, wahrscheinlich. Sie gehen dann gleich ins Bett? Na, ich habe hier noch zu tun und dann gehe ich ins Bett. Ja, ich meine, Sie müssen ja auch irgendwie dann mal runterkommen, abschalten. Und ja, aber ich brauche dann nicht 10 Stunden zum Runterkommen. Also ich gehe nach Hause und dann... Schlafen Sie sofort ein. Ja, viele brauchen da ewig, bis sie irgendwie einschlafen können. Aber das Problem habe ich nicht. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das Problem nicht hat. Ich glaube, nur so kann man den ganzen Stress überhaupt überstehen. Ja, ich glaube, wenn man dann nach so viel Arbeit dann auch irgendwie 2 Stunden was anderes macht, ich weiß nicht, dann ist man ja relativ früh total kaputt. Und wenn ich hier bin, dann verabschiede ich die Gäste und ich bin danach noch im Büro und danach fahre ich nach Hause und ich dusche und ich gehe schlafen. Also ich bin dann nicht nach 5 Stunden wach oder so. Das ist mir die Zeit auch zu schade. Ja. Kommen eigentlich Kollegen hierher? Und, ja, habe ich schon sehr viele da gehabt. Ja? Ja. Und schön, wie ist das so, wenn dann plötzlich Kollegen hier sitzen? Fühlt man sich dann auch noch mal so ein bisschen, also wir haben vorhin über Michelin-Leute gesprochen. Wie ist das mit Kollegen? Ja, natürlich ist es immer irgendwie gewisse innerliche Aufregung, wenn die Kollegen da sind. Ist ja auch toll, bin ich der Meinung. Ich freue mich auch sehr, dass sie mich besuchen. Natürlich. Ja, und wie gesagt. Sind ja auch alle neugierig. Ja, natürlich. Und ist schon toll, dass, wie gesagt, dass sie mich alle besuchen und ja. Und wie machen Sie es? Sind Sie, aber im Moment haben Sie natürlich gar keine Zeit, um auch andere Restaurants zu prüfen. Ne? Ja, natürlich geht man immer wieder irgendwo hin zum Essen oder besucht irgendwelche Kollegen. Aber wie gesagt, im Moment ist es jetzt ein bisschen... sehen Sie Land in Sicht? Also das ist irgendwann mal... Ja, es wird irgendwann Land in Sicht sein. Ich gehe ab Januar in die 4-Tage-Woche. Aha. In meinem Restaurant, weil ich auch glaube, attraktiv bleiben muss mit den Mitarbeitern, weil sonst brechen auch viele weg und sagen, das sind mir zu viele Stunden und es geht ja auch nicht, das muss ja auch die ganzen Sachen einhalten und darum ist es besser, glaube ich, ich mache die 4-Tage-Woche und habe dann 4 Service, Mittag und Abends offen. Ich glaube, das ist noch besser für die jungen Leute, weil dann ich habe das auch bei meinen Mitarbeitern jetzt gehört, dass es super ist, weil die das echt gut finden. Dann haben die 3 Tage frei, können sich 3 Tage erholen. Ja. Ich habe das im Tantris gesehen, das ist wirklich, das ist perfekt, weil dann gab es keinen Krankenstand mehr, kein Fingerschneiden mehr, gar nichts mehr. Ja. Weil die sind doch ausgeruhter. Ist ja auch verständlich. Klar. Also die sollen ja auch nicht so sein wie wir früher, dass wir nur gearbeitet haben. Das muss ja auch anders sein und das soll auch anders sein. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Nein, es ist ein knallharter Job. Also das muss man wirklich immer wieder betonen. Also große Hochachtung und Sigi Schelling, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Danke. Und, ich bin sicher, Sie werden den haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Danke. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.